Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin hier gerade unterwegs, wie man auch hört und vielleicht sieht, mit dem 330 Diesel von meinem Dad. Das ist ein 330 Diesel E90 Facelift. Einer der letzten. Ich glaube, der wurde so gebaut 11-2011 oder sowas. Oder 1-11. Jedenfalls relativ der letzte von der E90-Reihe. Und wir haben gerade bei dem Auto einen Ölwechsel durchgeführt. Vorher war das Mobil 1 0W40 ESP drin. Und dann haben wir wieder das 0W40 von Mobil 1 ESP wieder eingefüllt, haben aber vor dem Ölwechsel den Wagner Motor Cleaner verwendet, haben den 15 Minuten einwirken lassen und nur als Info nebenbei, man kann das Produkt auch fahren, also man kann es einfüllen und eine kleine Runde drehen. Das ist auch völlig in Ordnung, 15 bis 20 Minuten einwirken lassen. Dann haben wir ganz normal den Ölwechsel durchgeführt, dann habe ich einen Vergleich gemacht und zwar habe ich einmal geschaut oder einmal mit meinem Dezibelmesser, ja, zeige ich euch gleich mal, das zeige ich euch jetzt mal. Mit dem Dezibelmesser habe ich einmal, hier sieht man es, habe ich in drei Varianten einmal den Motor, den Motordezibel und den Motorlauf im Stand aufgezeichnet. Und zwar das sind drei verschiedenen Etappen und zwar einmal mit dem alten Öl, das hatte glaube ich 20.000 Kilometer war das, glaube ich, drin. Dann einmal mit dem frischen Öl und jetzt einmal mit dem Mikrokeramik direkt nach dem Einfüllen und dann nochmal das Mikrokeramik nach 25 Kilometer Fahrt. Das Mikrokeramik braucht auf jeden Fall mal seine Zeit, bis es komplett sich eingearbeitet hat. Meistens sind es so 1.000 bis 2.000 Kilometern. Da kann ich von mir nochmal berichten. Ich habe es ja jetzt mittlerweile schon 2.500 Kilometer drin. Ich bin ja auch zum Ring gefahren und einiges und demzufolge habe ich auch schon einiges an Kilometern abgerissen. Und man sieht, also der Motorlauf, den ich habe, der ist nochmal deutlich, deutlich geringer geworden. Und wie gesagt, hier ist das Mikrokeramik erst ein paar Kilometer drin. Das wird sich auf Zukunftsebene nochmal ein bisschen ändern. Hier ist ein Zitronenfalter. Ich weiß nicht, ob ihr den noch sehen könntet. Ich bin nämlich gerade übelst auf dem Land unterwegs. Heute Morgen habe ich es leider nicht geschafft, noch eine Vergleichsfahrt zu machen, eine hundertprozentige Vergleichsfahrt, wo man auch gegenüberstellen konnte die Ausrolleigenschaft des 330 Diesels, was das Mikrokeramik mit sich bringt. Und da bin ich gefahren, habe einmal hochbeschleunigt und habe dann einfach mal die Motorbremskraft den Wagen bremsen lassen. Ich war, glaube ich, ungefähr bei 80-90 km/h hier auf der Landstraße. Das war noch relativ frei, deswegen habe ich das einfach mal ausrollen lassen. Die Automatik hat auch zu meinen Gunsten einen sehr hohen Gang gewählt, wo man das auch wirklich gemerkt hat, wie lange er ausrollt. Leider habe ich keinen Referenzwert dazu, weil ich heute Morgen sehr früh den Ölwechsel machen ließ. Ich war der Erste in der Werkstatt. Na gut, war ich nicht, aber ich war sehr früh in der Werkstatt. Die haben um 7:30 aufgemacht und ich war um halb sieben aufgemacht. Wir waren um 6:30 auch da. Deswegen habe ich da leider keinen Ausrolltest im Vergleich dazu, weil es heute Morgen ein bisschen stressiger war. Aber ich habe noch viele Aufnahmen machen müssen oder habe auch viele Aufnahmen gemacht. Das war es soweit. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was mein Vater berichten wird. Er ist jetzt nicht so technisch affin wie ich, dass er da so viel merkt, wie ich es auch tue. Oder überhaupt was merken wird, das ist natürlich auch schon ein bisschen älterer Herr, der Junge. Und da kann man natürlich auch sagen, ich weiß jetzt nicht, wie sich das auf den Spritverbrauch auswirken wird oder ob er was merkt oder ob er auch einen ruhigeren Motorlauf merken wird. Im Innenraum merke ich tatsächlich keinen großen Unterschied aktuell, aber der Motorlauf vom Außen oder wenn er einfach so läuft, wie jetzt läuft, ist es einfach ein bisschen ruhiger geworden. Und ist nicht so ganz so brummig, aber für einen Diesel läuft ein Diesel halt immer wie ein Diesel. Und ich als Benzinfahrer finde ja jeden Diesel im Vergleich zu meinem Benzinlauf etwas sehr rau. Deswegen bin ich da sehr verwöhnt von meinem seitenweichen 6-Zylinder-Lauf, vor allem mit dem Mikrokeramik drin. Aber das ist auf jeden Fall auch, ja, für einen Diesel ist auf jeden Fall 1000-mal besser als ein 4-Zylinder, ne? Also 6-Zylinder in Reihe ist immer noch schon ganz geil. Ja, was soll ich noch erzählen? Ich bin gespannt, wie es langzeitmäßig aussehen wird. Wenn jetzt 1.000, 2.000 Kilometer abgespult sind, werde ich nochmal einen Vergleichswert machen, wo ich die Dezibel des Motorlaufs nochmal messe. Und das werde ich dann nochmal in einem eigenen separaten Video anhängen. Das war es sonst soweit von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen und bis bald. Und ja, kommentiert gerne. Habt ihr was? Nutzt ihr was in eurem Diesel? Oder habt ihr Interesse daran? Und kommentiert gerne eure Erfahrungen. Ja. Ansonsten, wenn euch das gefallen hat, abonniert den Channel, teilt das, liked das Video und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Jungs. Peace.
Du hast auch 4 Seiten Stück.